Ja. Und nicht nur, und nicht mal für die aktuellen. Also schämst, hast du schon dein Schaumgefühl absolut verloren, dass du dich nicht mal für die aktuellen schämst? Ich sag's mal so, dass du würdest es verstehen, wenn du diese ersten Folgen siehst. Dann wirst du verstehen, warum ich sag, da schäme ich mich für. Ja, lass mir schon mal angucken. Ne, da kommen dann so Kommentare wie, ja, dann schauen wir mal. Ja, und? Wir gucken mal, schau. Das ist doch nichts, was man sich schämen muss. Hier ist gerade... Hä? Eine typische Reaktion. Nee. Ich hab hier zwei Suchmaschinen direkt hier voraus. Beziehungsweise eine hinter mir, eine vor mir. Und ich weiß nicht, was sie hier treiben. Da stand hier einer gerade quer. Hä? Muss man das jetzt verstehen? Nee, ne? Nicht wirklich. Nee, aber wie gesagt, ich hab mich da so peinlich berührt gefühlt, wenn ich die am liebsten runtergeworfen hätte, aber ich habe mir gesagt, komm, weißt du was, das gehört einfach auch dazu, das gehört halt zu Staffel 1 und ja, mittlerweile sind wir in Staffel 2 gelandet und nichts hat sich gebessert. Boah, du Assi, ey, das ist unglaublich. Habe Nebelhorn aufgetrieben. Du hast ein Nebelhorn aufgetrieben. Ja. Ah ja. Also merke, Fumpi hat ein Nebelhorn. Und jedes Mal, wenn ich Assi sage, meldet es sich. Und jedes Mal, wenn ich also Assi sage, also Assi, dann meldet er sich und dann muss er natürlich in das Horn blasen. Ne? Nee, das muss ich nicht machen. Das musst du nicht machen? Das macht ein Kompressor für mich. Das macht ein Kompressor für dich? Eieieiei. Was? Wait me, WTF. Okay, immer wieder gern, aber... ich meine, ich fahre jetzt hier entspannt mit 90 her. My car was crashed. Gut, hier fährt man auch nach Möglichkeit mit dem LKW. Oder? Sonst. Ja, das sind die Kinder, die normalerweise schon wie spät haben wir es schon zu? Ja, wir haben halb 11. Ja. Stimmt, deswegen ist er in die Seitenwand gefahren. Ach so, weil er müde wird. Weil er müde wird. Das sind ja leider Ferien, ne? Was? Das sind ja leider Ferien. Es sind Ferien? Ja. Was für Ferien? Pfingstferien müssten doch schon sein. Für manche. Okay. Oder? Ja, ich hab da keinen Plan von. Moment, da muss ich mal selber gucken. Genau, guck du mal nach für mich bitte, ob in irgendeiner Weise... Ferien sind. Boah, ihr habt so schöne schwule Hupen. Ich weiß schon, warum ich mit dem LKW fahre. Aha. Miep, miep. Also Pfingstferien? Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht, keine Ahnung. Weil ich bin selber nicht im schulpflichtigen Alter. Ich bin jünger. Wahnsinn. Mhm. Und ich habe auch keinen, der jetzt sagen würde, ja, ich habe jetzt Ferien oder nein, ich habe jetzt keine Ferien. Nee, Sachsen-Anhalt. Von 6.5. bis 14.5. haben die Pfingstferien. Okay. Also hast du jetzt schön entspannte Ferien.
Wer, ich? Aha. Ich bin schon lange aus diesem Alter raus. Also ein Bekannter von mir hat vorgestern mir was Gutes dazu gesagt. Er hat gesagt, vom Kopf her, oder Männer wachsen bis 17. Danach nur noch körperlich. Stimmt. Manche nicht mal da. Aber es stimmt. Absolut. Mhm. Ja. Dem stimme ich auch zu. Ich zum Beispiel. Mhm. Hm. Mhm. Soll ich böse sein? Du wirst es eh tun. Mhm. Du wirst es eh tun, also erzähl. Ja, ich sag mal so. Du, bei dir musst du es schon 4 Jahre früher ausgesetzt haben. Also mit 13? Mhm. Echt jetzt? Mhm. Warum? Warum nur mit 13? Weil ich über meinst, Penis lache? Meinst du doch eher? Ich meine, weil mit 13 ist man ja so im Pflegealter, ne? Pflegealter? Was zur Hölle ist denn ein Pflegealter? Du weißt nicht, was ein Pflegel ist. Ich kenne höchstens ein Pflegefallalter. FSK ab 88, okay. Bis und das sieht man. Eigentlich müsste jemand, der mit 17 den Verstand stehen geblieben ist, müsste das Wort Pflegel eigentlich kennen. Ah ja? Ja. Ah ja. Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Bin mir da jetzt nicht so schlüssig. Ja. Also, ich lese mal aus Wikipedia vor, damit es eine schöne Definition ist. Ein Pflegel ist ein ungehobelter, respektloser, meist männlicher Mensch mit schlechten Manieren und einem groben Benehmen. Okay, können wir das mal als Checklist machen? Manieren habe ich. Was hast du? Manieren habe ich. Ja? Schlechte Manieren, wohlgemerkt. Hey, wir reden jetzt nicht vom Adjektiv, wir reden jetzt vom Hauptwort, ja? Und Manieren habe ich. Ja, man muss aber dazu vorne ein schlechtes vorschreiben, damit es überhaupt stimmt. Und da kann man einen ganz großen Haken da dran machen, ne? Bitte, wenn du meinst. Auch wenn mich das jetzt doch arg verletzt. Das ist auch gut so. Ach, das findest du auch noch gut, dass ich mich verletzt fühle. Ah ja. Was hab ich dir eigentlich getan? Heute schon 14 Mal was. Ach, hast du schon eine Strichliste oder was? Okay. Na, was denn? Wenn ich das über die ganzen Streamsätze hier buchführen würde, da wäre der Block schon voll. Also ich habe dich bis jetzt in den Streams bis jetzt nur ein einziges Mal wirklich Assi genannt. Aha. Also jetzt gerade. Innerhalb der letzten Minute, meinst du? Genau. Aber Geier und whatever und Quotenpol und Quotensachse, ja. Der Quotenpol ist jemand anders. Ja, aber der Quotensachse bist du definitiv du. Also keinen anderen Sachsen? Ich dachte, ich hätte mal ihn gehört noch. Nee. Ach Mist. Scheiße, wa? Aber sowas von. Du armer Junge, du. Ey, ich hab richtig Mitleid mit dir. Du kannst das Lachen kaum noch kneifen, hä? Nein, ich hab echt Mitleid mit dir. Aha. Ja.
versuch's doch gar nicht erst. Ich hab echt Mitleid mit dir. Doch. Du bist ja eine Minderheit. Ne? Und mit Wie kann ich eine Minderheit darstellen? Mit Minderheiten muss man ja sorgsam umgehen, dass sie nicht anfangen loszuheulen. Du meinst ja, dass sie keine anfangen Bomben sich umzuschneiden und hier irgendwo hochzugehen? Nein, am Ende machst du dich ja auch echt noch in den Weg, in den Westen, auf diesen großen, beschwerlichen Weg, mit dieser komischen neuen Erfindung, die elektronisch betrieben wird und auf Stahl fährt, machst du dich ja dann auf den Weg und haust mich dann. Dazu brauche ich noch nicht mal diese komische Erfindung, von der du sprichst, von der übrigens die ostdeutschen Sachen, die aus der DDR kommen, noch jetzt zu großen Teilen eingesetzt werden und wesentlich besser sind wie die anderen Produkte. Unter anderem mit besserer Beschleunigung und höherer Zugkraft. Wir sprechen doch jetzt nicht zufällig über so Prignitzer und Nordwestbahn? Oder über was reden wir da? Allgemein. Nee, aber ganz ehrlich gesagt hier, ich bin ein bisschen in der Bahn bewandert hier, also im Bahnwesen. Ja? Und ich sag mal so, die ganzen Lokführersachen, die ganzen neuen Lokomotiven, von der DB eingeführt werden und sowas, die haben einfach nicht die Zugkraft von der Baureihe, beziehungsweise die Beschleunigungsrate von der Baureihe 143, die in der DDR entwickelt und gebaut wurde. Okay. Also für Personenloks und sowas. Also im Personenbereich. Im Güterverkehr ist die nicht so berühmt, aber gerade im Personenverkehr hat keine Loks solche schnellen Anfahrtmöglichkeiten. Naja. Du bist aber nicht zufällig irgendwie ein Spotter, oder? Was ist das? Spotter? Kennst du nicht? Nee. Also jetzt mal ohne Witz. Nee, ohne Witz. Spotter kennst du nicht? Nee. Das sind die Leute, die haben sich das als Hobby gemacht, die haben eigene Logbücher und eigene Bücher, wann eine spezielle Lok vorbeifährt und machen Fotos von. Und tauschen sich halt über das Netz mittlerweile auch in großen Communities auch sehr deutlich darüber aus. Sorry, da habe ich hier Besseres zu tun, als sowas zu machen. Stimmt, zocken. Richtig. Nee, das ist wirklich bloß ein, Nebenbei-Hobby von mir. Also nichts hier, was ich jetzt professionell oder sowas in der Art und Weise betreiben würde. Ja, ich sag's mal so, die meisten machen das ja auch nicht professionell. Bloß, ich hab, sehr häufig muss ich in Oberhausen Hauptbahnhof umsteigen. Und da ist auch, warum fahre ich links? Muss ich gar nicht. Und da fahren auch sehr häufig aus dem, Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen, Züge raus. Und auch schöne alte Loks. Und da haben sie sich dann halt sonntags wirklich auf den Bahnsteigen versammelt. Und große Fotos zu machen davon. Dafür ist mein Interesse viel, 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 viel zu gering dafür. Nein, ich weiß es bloß, weil ich hier mit Busch hier gearbeitet hatte. Ab und zu mal mit hier Lokführern und Zugfrühstars, die zur Arbeit gefahren sind,